Moin und herzlich willkommen zur 34. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Donnerstag, der 21. April 2011 und Gold macht ein neues All-Time-High bei 15.09.30. Gleichzeitig ist es so, wenn wir uns hier nur einmal die Kerzen anschauen, wir verlieren ein bisschen an Momentum. Wir haben hier eine richtig schöne große weiße Kerze. Hier haben wir eine richtig schöne große weiße Kerze. Hier wird die Kerze schon klein. Da kriegen wir eine größere weiße Kerze, da wird sie wieder kleiner und hier haben wir fast gar keinen Körper. So etwas zeigt eher an, dass der Markt an Momentum verliert. Wir haben gleichzeitig hier eine sogenannte Doji-Kerze ohne Körper, langer oberer Schatten, langer unterer Schatten. Und der Körper dieser Kerze ist innerhalb des Körpers der anderen Kerze und per Definition handelt es sich dann am Ende eines Up-Moves um eine sogenannte bärische Harami-Kerze. Und wenn der Körper gar nicht besteht, wenn es sich hier um eine Doji-Kerze handelt, dann redet man von einem bärischen Harami-Cross. Und je kleiner der Körper ist, desto signifikanter diese bärische Kerze. Ich werde aber mit Sicherheit nicht einen so bullischen Markt aufgrund einer einzigen Kerze nun zu einem Trendumkehr ausrufen und sagen, jetzt wird Gold hier Big Time ein Retracement machen und nach unten laufen. Das ist eher unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, wie in den letzten Tagen die Goldbullen oder der Markt insgesamt mit der Marke 1500 umgegangen sind. Wir haben hier die 1500 uns geholt und viele, inklusive mir, haben gedacht, nachdem auch der Dollar stärker geworden ist, dass wirklich dieser Markt jetzt eine größere Korrektur nach unten machen würde. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind nach oben gelaufen, wir haben jetzt die 1510 sogar angetestet, aber wir verlieren ein bisschen an Momentum. Und das sieht man auch hier, das Momentum zeigt nach unten. Die Stochastik ist aber nach wie vor bullisch. Was ist zu erwarten? Sollte es eine Korrektur geben, wird sie, so wie es sich Gold aktuell präsentiert, nicht besonders stark ausfallen. Das ist aber das, was nicht im Chart drin steht, sondern das ist eine Vermutung. Bitte verstehen Sie das richtig. Ich vermute hier gerade, es ist nichts, was im Chart drin steht. Das Wahrscheinlichste wird sein, dass wenn wir eine Korrektur machen, dass wir hier im Bereich dieser Trendlinie landen werden. Wo kommt diese Trendlinie her? Zeige ich Ihnen. Die habe ich neu eingezeichnet. Dieser Schlusskurs, dieser Schlusskurs, dieser Schlusskurs. Hier haben wir einen Schlusskurs. Mehrere Berührungen, da laufen wir nach oben. Das wäre also, wenn wir nach unten kommen würden, die erste Marke, die uns Unterstützung bieten würde. Hier nämlich in diesem Bereich haben wir auch eine horizontale Marke, die zeige ich Ihnen später, nämlich bei 1488. Das wäre das erste Ziel, falls es eine Korrektur geben sollte. Falls wir noch weiter runterlaufen sollten, 1474, ganz wichtige Marke, auch hier wichtige horizontale Marke, zeige ich Ihnen auch nochmal. Und spätestens hier im Bereich bei 1465 haben wir eine Kreuzunterstützung, die aufsteigende Trendlinie seit dem 28. Januar, plus die ehemals trendbegrenzende Linie, diese hier. Die warten hier alle auf uns. Ich bin aber aktuell, und bitte verstehen Sie das richtig, das ist eine Vermutung. Ich vermute nicht, dass wir hier so weit runterkommen werden. Das wird das Unwahrscheinlichste sein. Auch unwahrscheinlich wird es sein, dass wir hier mit einem Gap nach oben laufen werden und in Richtung 1420, 1430 laufen werden, weil wir jetzt nämlich hier anfangen, an Momentum zu verlieren. Das Wahrscheinlichste, auch das ist eine Vermutung, wird sein, dass wir hier eine sogenannte High Base formieren. Das heißt, wir kriegen mal eine lange Kerze nach unten, wir kriegen mal wieder eine, wir kriegen einen Schatten nach unten, wir kriegen mal einen Schatten nach oben, aber Gold wird mehr oder minder hier parallel vielleicht leicht abwärts laufen, vielleicht für 2 oder 3 Tage, um dann Kräfte zu sammeln, um dann wieder nach oben zu gehen. Dafür spricht auch, wenn man hier auf den Stundenchart schaut, das ist natürlich sehr kurzfristig, wir sind hier in einem bärischen Keil und sollten wir wirklich diesen bärischen Keil nach unten verlassen, wäre das Ziel, was wir generieren würden, der Anfang dieses bärischen Keils und das wäre dann hier im Bereich von 1480. Ob wir dann noch wirklich so weit runterkommen werden, ist abzuwarten. Letztlich ist es so, dass wir hier gerade wirklich mit dieser unteren Trendlinie kämpfen, aber wir haben gleichzeitig nun ein Wochenende vor uns und dann wird man abwarten müssen, ob wir sogar mit einem Gap nach oben eröffnen werden und damit diese Widerstände ausgeräumt haben oder ob wir wirklich, was charttechnisch wahrscheinlicher ist, mit diesem Stundenchart, mit diesem bärischen Keil eher eine kleinere Korrektur machen. Horizontale Marken,
Und ich habe meinen Chart ein bisschen umgestellt, um das übersichtlicher zu gestalten. Es gibt nun einen Chart mit horizontalen Marken und einen Chart mit den Trendlinien. Und Widerstand haben wir nun bei 15,10. Unterstützung, erste 14,88. Die nächste hier im Bereich von 14,74, 14,75. Und darunter, nächste horizontale Marke, ist im Bereich von 14,60. Ein Blick auf den Wochenchart. Diesen Kanal haben wir nun wirklich mehrfach miteinander besprochen und auch diese pinke trendbegrenzende Linie, die in der nächsten Woche, wenn wir nach oben gehen sollten, dann bei 14,26 auf uns warten wird. Unterstützung auf Wochenchartbasis ist ganz wichtig, die 14,34, und das zeige ich Ihnen auch einmal hier unter den horizontalen Marken im Wochenchart. Nach unten hin, Unterstützung per Wochenschlusskursbasis 14,76, darunter die 14,50 und wirklich ganz, ganz wichtige Marke ist die 14,33, hatte ich Ihnen auch letzte Woche gesagt. Ein Blick auf den Goldbucks, der mich wirklich, wirklich, wirklich froh stimmt, weil er nämlich, als wir hier den ausverkauft hatten, nicht nur zurückgegangen ist, sondern dann auch diesen Bounce genutzt hat, um wirklich hier zwei sehr schöne Tage mit höheren Hochs und höheren Tiefs zu machen. Auch heute haben wir ein höheres Tief, aber kein höheres Hoch. Nichtsdestotrotz, wir haben hier die 20-Tage-Linie hinter uns gelassen. Wir haben diese unterstützende und gebrochene Trendlinie hinter uns gelassen, sodass im Wochenchart dieses aufsteigende Dreieck, was wir nach oben verlassen haben, nach wie vor valide ist. Und es wäre den Bullen wirklich zu wünschen, dass sie nun die Kraft aufbringen werden und nächste Woche einen Run nach oben machen. Und wie Sie wissen, wenn Sie häufiger meine Videos verfolgen, ich bin einfach jemand, der immer wieder auf den Dollar schaut und daran glaubt, dass das Verhältnis zwischen des Dollarindexes und den Rohstoffen eine signifikante Rolle spielt. Zwar nicht 1:1, damit will ich sagen, nicht wenn der Dollar um 1% runtergeht, dass dann die Rohstoffe 1% hochgehen, aber Dollarschwächen werden in der Regel immer positiv umgesetzt. Und der Dollar hat heute den Bruch dieser unteren Trendlinie des bullischen Kals bestätigt. Hier zu sehen, und wenn wir nach unten gehen, auch hier dieses Aufsteigen, diese bullische Divergenz, auch diese Linie wird nach unten gebrochen. Es wäre wirklich schön, es wäre wirklich, wirklich schön aus Sicht der Bullen, wenn der Dollar vielleicht noch einmal diese Linie testet, um dann wirklich noch tiefere Tiefs zu generieren. Zusammenfassend für die nächsten Tage, am wahrscheinlichsten eher parallel verlaufende Kurse leicht nach unten gehen. Nicht sehr weit unter die 1500. Wie gesagt, 14,19, 14,88, vielleicht die 14,74 muss man abwarten. Diese Trendlinie, die verläuft natürlich sehr steil, die muss man beachten. Die verläuft nächste Woche bei 14,90. Ich wünsche Ihnen angenehme Ostertage. Das nächste Update wird Silber sein. Das wird aller Voraussicht nach am Samstag erscheinen. Es gibt auf der Seite von meinem Blog eine neue Umfrage. Und es würde mich sehr freuen, wenn Sie an dieser Umfrage teilnehmen würden. Da geht es nämlich darum, ob ich zu viel quatsche auf diesen Videos und ob die Videos kürzer sein sollen, ob sie so gut sind, wie sie sind. Und damit ich mich dann danach richte, was Ihnen am besten passt, ob ich dann schneller rede oder weniger in die Videos reinpacke, bitte tun Sie mir den Gefallen, nehmen Sie an der Umfrage teil, genießen Sie die freien Tage und empfehlen Sie bitte dieses Video weiter. Herzlichen Dank, schönes Wochenende, schöne Ostertage, Wolke P.